Der erste, nicht der letzte. Oh nein, was soll das heißen? Oh! Freunde, es tut mir so leid, wenn ich gerade ein bisschen neben der Spur war. Ich habe mich gerade so darauf konzentriert, irgendwas zu suchen, zu erkennen. Gib mir deine Grütze, Mann. 20.000. Krass. Ich habe alle Munition verballert, fast alles. So, jetzt sammeln wir erstmal alles in Ruhe ein, was es hier noch gibt. Wenn es hier noch was gibt. Ich glaube, hinten war noch was. Da liegt auf jeden Fall noch was. Und da liegt noch was. Alter. Ganz ehrlich. Ging so ein Gegner einfach antreten lassen. Nee, es geht nicht. Die ticken doch nicht ganz sauber. Oh, mal. Da ist noch was. Sehr gut, danke. Guck dir das an. Wir schauen uns das mal ganz ein bisschen. Da hängt einfach einer dran. Super. So ein riesen Pranke. Sehr gut. Was für eklige Monster. Gib uns doch halt die letzte Spritze. Und hier war noch Munition. Mehr kann ich nicht mehr mittragen? Ja, super. Oh, der erste, aber nicht der letzte. Ja. Das heißt, es kommen noch mehr von denen. Und das finde ich gar nicht mehr cool. Oh. Nein, ey, das kannst du nicht machen, ey. Alter, guckt euch das an. Kapitel 10 überlebt. Ich speichere schon automatisch ab. Wir starten schon mal einfach das nächste Kapitel. Viel haben wir jetzt nicht mehr in dieser Folge. Ja. Nämlich, wir machen jetzt gleich eine Aufnahmepause, würde ich sagen. Oh. Alter. Wir sind in der Stadt. Kapitel 11. Wiedervereinigung. Gibt es hier vielleicht noch was? Abtauchen kann er auch nicht. Wir sind wieder in der Stadt. In der zerstörten Stadt. Dahin kann ich, okay. Dumme Statue. Ein Rummel. Aber echt. Guckt euch das an. Die ganze Welt geht einfach unter. Aber wir wissen, das ist alles in seinem Kopf. Es ist eigentlich gar nichts real.
Also so gut wie nicht real. Für ihn ist es real als alles andere. Oh, so ein Kaffee wäre mal gar nicht mal so schlecht. Vielleicht damit man ein bisschen wacher wird. Da ist eine Statue, ich habe sie gesehen. Vielleicht nicht damit, eher damit. Jetzt kommen wir, jetzt holen wir uns den. Ein Schlüssel. So. Boah, es hängt gerade ein bisschen. Boah, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, wieder draußen zu sein. Nicht mehr in einer Höhle oder sowas. Oder in einem Keller. Was bitte? Nein. Ach hui, das ganze Gebäude stürzt einfach ein. Black Hair Curse. Ja, okay. White Fog. Alter. Alles schön zerstört, guckt euch das an. Also ich wollte gerade sagen, da ist doch. Da fliegt doch was. Und tschüss. Er sieht aus wie ein Safe, gell? Hört ihr das? Also ganz ehrlich, ich habe die Vermutung, das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann mal erwähnt gehabt, dass er ganz am Anfang vom Spiel, als Sebastian, Kidman und Joseph und dieser andere Polizist mit dem Streifenwagen. Oh, war ich da rein? Zu der Klinik gefahren sind, haben sie auch dieses Geräusch gehört. Dieses laute Summen. Und ich denke, ab dem Moment, wo man das gehört hat, oder wo sie das gehört haben, waren sie bereits in der Welt. Alter, eine Magnum, Alter. Wie hart. Dieser maßgefertigte Revolver feuert durchschlagende großkalibrige Patronen ab. Er weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf. Mhm. Oh, leck, wie krass. Den spare ich mir auf. Was ist das? Ah, deine Magnum, ey. Ist ja Zeit für einen Speicherort. Und eigentlich soll ich eine Aufnahmepause machen, aber jetzt kann ich schlecht aufhören. Ich habe sie gehört schon wieder. Da ist schon wieder einer. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die laufen auch überall rum. Also das heißt, wir sind nicht in der realen Welt, ganz klar. Ja, ich meine, die zerstörte Stadt sagt es auch. Aber die bestätigen das Ganze auch. Aber die Monster bestätigen das Ganze halt einfach. Was? Schiebt sich alles, verdammt. Hört ihr das? Oh, ist aber ganz schnell, bevor es Klack macht.
Telefon, klingelst du die ganze Zeit? Okay, wir hatten jetzt hier einen Kontrollpunkt. Ich hätte trotzdem gerne einen Speicherort. Verdammter Mistkerl, guck mal. Habe ich hier zufällig was zum Werfen? Sieht nicht so aus, okay. Jetzt ganz vorsichtig. Ist das ein Feuerwehrmann? Okay. Kopfschüsse bringen schon mal gar nichts, alles klar. Nimm das. Jetzt wollte ich gerade die Magnum reinlegen, aber dann ist halt das gekommen. Ne, wir sparen das auf. Obwohl, aber hier so ein leeres Ding kann ich nicht gebrauchen. Machen wir es so. Oh, da liegt was. Etwas, was ich brauche. Funktioniert nicht so ganz. So, jetzt holen wir dich. Das haben wir schon lange nicht mehr geschafft, sowas zu machen. Alter, betet der gerade da eine? Oder hat er gerade gefressen? Lass uns mal da lang gehen, da war noch einer. Shit, er kommt, er guckt hierher. Wir können es versuchen. Wir können es versuchen, den hier wegzunehmen. Ja! Sehr gut. War schön am Fressen, aber haben wir ihn gestört dabei. Da können wir hoch. Geil. Und da auch. Was war das für eine geile Werbung? The Final White Shirt. Da liegt Munition. Gehen wir lieber da hoch. Hast du mich gesehen? Krass, er versucht's echt. Weiß ja immer noch, wo ich bin. Bäm! Was ist los? Bäm! Bäm! So, ich box dich einfach tot, ey. Verschwenden wir keine Munition heute mal. Komm doch her, versuch's! Du bist so dumm. Voll ins Gesicht. Wohin schlägst du eigentlich? Kannst du das mal verraten? Gegner halten viel mehr aus, wie am Anfang vom Spiel. So, machen wir einfach so. Kein Bock, da mich die ganze Zeit da rumzuprügeln. Da ist auch noch Munition. Hervorragend. Wie weit gehst du? Mr. Polizist?
Na? Der Kerl lässt sich ordentlich Zeit, okay. Na, jetzt kriegen wir ihn. Er hat keine Chance. Zack, erledigt. Sehr gut. Nichts hast du da? Armer Schlucker. Komme ich da hin? Hoch wieder auch nicht mehr, okay. Nein, ich muss wahrscheinlich einen Schalter aktivieren, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, alles klar, okay. Warte mal. So. Oh, du hast aber einen geilen Hammer bei dir. Ich will ja nicht beide Seiten abdecken. Kann sein, dass so schlau ist und hier auch zu geht. Ah, guck mal. Ja, was ist hier los? Jetzt noch? Nebendran ist eine Leiter, Mann! Er springt einfach das Ding hoch. Er ist nicht langsam. Wie geil. Sah gut. Du hast so schönes liegen gelassen, danke. Der klopft immer noch dagegen. Was hat er mich gesehen, oder was? Ah, du obernackter Kerl, du. Brenne. Altmodischer Schlüssel, ein Schlüsselbund von einer Leiche im Durchgang, er gehört zum Materiallager. Was zum? Hey, wer schießt da? Kerl da oben. Au! Oh, oh. Sauber. Sauber. Alter, wieso laufen die jetzt auf einmal mit... Na toll, ich hab keinen... Komm schon. Ich muss hier einfach nur weg. Ich muss einfach nur weg. Sebastian! Lauf wieder zurück. Wir haben doch was gesehen, was wir mitnehmen können. Ist toll, das habe ich so gehofft, dass die Kerle jetzt hier durchlaufen, während ich... Alter! Piss dich, Mann! Alter, ich bin immer so schlecht ist im Schießen, gell? Das ist man selber schuld. Fuck you, Alter.
komme ich aber nicht durch, gell? Was macht der Kerl da? Will er weiter auf mich schießen? So viel Munition verschwendet, Mann! Wegen so einem Obertrottel. Was hast du zum Glück, dass ich... Oder habe ich Munition wieder dafür? Wieso habe ich das nicht benutzt? Depp. Schön, dass wir so viel Munition haben. Nervt mich, Mann. Das nervt total, wenn sowas passiert. Wenn du nicht mehr Herr der Lage bist. Laufen die jetzt hier mit Uzis rum? Ich glaube, ich spinne. Da ist noch einer. Oh! Das war, kam jetzt unerwartet. Geil. Oh. Ja, genau das hat mir noch gefehlt. Ein Unterwassermonster. Das hat mir noch gefehlt, Alter. Wahnsinn. Ah! Warte, wir locken ihn mal weg. Schön machst du das, ja. Okay, gib Gas, Mann. Oh, Alter. Was? Mein Auto ist weg. Oh nein, wir haben es leider geschafft. Oh, leck. Freunde, wir nehmen schon ziemlich lange auf hier gerade. Das ist eine echt lange Aufnahmesession gerade. Aber ich bin gerade irgendwie ziemlich heiß drauf, ey. Deswegen. Ja, weil wir müssen es schon bald beenden. Ich muss jetzt einen verdammten Speicherpunkt finden. Erst auf den. Und los. Hoch, du Affe! So, geh dahin. Und los geht's. Diesmal schaffen wir es, diesmal schaffen wir es. Ja, Gott sei Dank. Ist da nach hinten, muss ich schaffen. Ah, da Chainsaw 3D. Na geil. Komm, geh dahin. Da hinten ist es.
Ich glaube, nein, ich hätte es dahin werfen sollen. Ich könnte theoretisch aufs Auto gehen. Ja, warte mal. Machen wir mal das. Da ist ja noch eine Leiche. Ich hätte euch jetzt erst der andere abschießen sollen, oder? Wäre das schon fast besser gewesen. Was bist du eigentlich, Mann? Ja, egal, wir haben nur noch. Sonst gibt es hier nichts, was ich abschießen könnte. Dann machen wir den. Zack. Er isst ihn. Wir hauen ab. Geh jetzt schneller da hoch, verdammt. Alter. So schnell setze ich keinen Fuß mehr ins Nein. Wasser. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich bräuchte mal Munition, ein bisschen Energie. Ich bräuchte einfach alles, weil ich das echt dumm gespielt habe, weil ich bin nicht mehr, glaube ich, konzentriert. Da haben wir einfach schon viel zu lange gespielt. Geil, zwei Schuss. Du bist echt cool. Ein Fahrrad. Nimm das Fahrrad mit. Damit bist du wenigstens ein bisschen schneller unterwegs. Crimson Daily. Was war das? Ist Ruvik in der Nähe? Ich nehme mal kurz Energie. Oh nein. Dir ist schon klar, dass ich keine Munition habe, oder? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe keine Munition! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da war was. Da konnte ich was öffnen. Eine Klappe. Oh, Jesus. Eieieiei. Geh weg. Hau ab, Mann. Da war etwas, was ich aufmachen konnte. Deswegen machen wir das auch schnell. Achso, das ist einfach nur ein Koffer. Na geil, danke. Ah, das war Munition für die Waffe. Für die hier. Wo bist du, du? Nein! Daneben geschossen. Das darf einfach gar nicht passieren. Oh, sowas darf über... Mann, lauf doch! Stirb! Die Waffe ist echt stark. Eine billige Kopie? Eine billige Kopie? Hey Mann, sei froh, dass wir nicht gegen den Echten kämpfen müssen.
Jetzt bitte komm, ich möchte jetzt einfach nur einen Speicherpunkt. Und wieso soll ich euch eigentlich so verbrennen? Also das ist gar nicht so, dass die Gegner halt einfach aufstehen, nachdem man sie jetzt getötet hat. Also, wenn sie tot sind, sind sie halt tot. Geil, da liegt noch was. Und beim Kinderwagen lag auch noch was. Geil. Gibt hier noch irgendwas? Ein Computer. Boah, Alter. Jetzt jagt aber ein harter Kampf nach dem anderen, kann das sein? Ja, guck, die Gegner sind weg. Die stehen nicht nochmal auf. Ah, schön. Hör doch auf. Nein, darunter soll ich nicht fallen. Perfekt. Gott sei Dank. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Ist das dreckig hier? Ist das dreckig hier? Das war's auch schon immer. Ist das sein Werk? Ah nein. Das ist ja echt zerfallen, alles. Ist ja immer kaputter hier. Ah ja? Nein, ich will noch nicht raus, ich will speichern. Wir machen hier gleich eine Aufnahmepause. Detektiv? Ja? Bist du okay? Sie wissen schon, dass mich niemand ersetzen könnte? Ja, ich hab dich nur gefragt, ob du okay bist. Hä, hey, was ist das? Inspektor Brown, vermisst. Arnold Brown! Polizeiinspektor aus Crimson City behauptete, vor seinem Verschwinden wichtige Beweise in einem ungelösten Fall in der Hand zu haben. Wahrscheinlich hat er irgendwas rausgekriegt von Rufik und seinen ganzen Experimenten. Leichenkanalisation gefunden. Verschimmelte Leichenkanalisation gefunden. In der Kanalisation von Crimson City wurde eine männliche Leiche mit offenem Gehirn und Operationsnarben entdeckt. Der Mann war bereits mehrere Monate lang tot. Der Vorfall erinnert an den Serienmörder von Elk River. Gut, ich löse das mal den Schlüssel ein, den ich habe. Dann machen wir ein kleines Upgrade. Und dann machen wir eine Aufnahmepause, Freunde. So. Zack, aufgenommen. Fach Nummer 2 auf. Und noch mehr Gel, wie ich es mir gedacht habe. 33.000. Geil. In was investieren wir das? Ich würde fast sagen, wir machen ein bisschen Energie. Investieren etwas mehr in Energie und ein bisschen mehr in den Sprint. Ja, das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Fitness. Ja. Ja. Gut. Magnum-Munition könnte ich auch erhöhen. Kostet nur 2500. Machen wir auch. Machen wir gleich nochmal. Gut. Dann machen wir Magazinkapazität. Warte mal. 8000 kostet es einfach mal. Ja, okay. Das ist ja auch eine extrem gute Waffe. Dann machen wir die Genauigkeit. Und die Feuerrate erhöhen wir auch. Kann ich noch irgendwo was investieren? Was? Was war das? Achso.
glaube, ich kann nichts mehr. Okay, dann lassen wir das so, wie das ist. Geil, guck mal, wie viel Energie wir haben. Freunde, ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Aufnahmepause. Es wird einfach mal Zeit. Jetzt speicher doch ab, verdammt. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War es recht spannend. Die letzten fast 2 Stunden und 45 Minuten für mich. Für euch jetzt ein bisschen weniger, aber ich würde sagen, wir entspannen uns erstmal und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.